Der junge Delfin hat das meiste von seiner Mutter gelernt. Aber mit seinen neuen Freunden macht er eine ganze Palette neuer Entdeckungen. Ein echter Kugelfisch bietet den gelangweilten Teenagern die Gelegenheit, ein bisschen Spaß zu haben. Er versucht, sich zu verstecken. Aber so leicht wird er nicht davon kommen. Seine nächste Verteidigungsstrategie: Er pumpt sich wie ein Ball auf. Jetzt kann das Spiel erst richtig losgehen. Fangen zu spielen ist ein lustiger Zeitvertreib. Sehr wendig schleppen sie ihn mit und werfen ihn sich gegenseitig zu. Aber etwas noch viel Ungewöhnlicheres scheint vor sich zu gehen. Bei einem Angriff kann der Kugelfisch ein Nervengift absondern. In hohen Dosen ist es tödlich. In niedriger Dosierung wirkt es berauschend. Und das lässt sich offenbar bei den Delfinen beobachten. Sie wirken, als seien sie vollkommen weggetreten. Bemerkenswert ist auch, wie sie umeinander kreisen, damit jeder an den Kugelfisch kommt. Es ist das erste Mal, dass Delfine, die offensichtlich unter Drogeneinfluss stehen, gefilmt wurden. Als die Delfine anderweitig beschäftigt sind, verkleinert sich der Kugelfisch wieder. Er ist entlassen und kann seiner Wege ziehen. Sieht aus, als würde der benebelte Zustand noch eine Weile andauern.